sagen, Megan kann auf sich aufpassen. Ich führe schon Selbstgespräche wie ein alter Spinner. Megan ist in der Stadt. Ich werde Ihnen alles erklären. Ich muss wissen, warum Delilah nicht getötet werden kann. Wir wissen nur, dass in Aramis Stiltons Haus vor 3 Jahren etwas Seltsames passiert sein muss. Aber er ist verschwunden. Stilton lebte in einem Bunker, der mit einem Schloss von Jindosh gesichert ist. Vielleicht erfahren Sie dort, wie sich Delilah aufhalten lässt. Aber erst muss ich dorthin, durch eine vom Herzog geschaffene Ruine, wo ich früher gewohnt habe. Megan hatte eine tolle Idee. Paolo ist der Anführer der Heuler. Er möchte Vizeaufseher Byrne umbringen. Und Byrne möchte Paolo tot sehen. Beide Gruppen werden sie sofort angreifen, aber wenn sie ihnen die Leiche des Erzfeinds bringen, gehören sie gleich zur Familie. Das ist immer ein Einweg, um in Aramis Stiltons Haus zu gelangen. Ich bin mir sicher, das funktioniert. Zurückzukommen, die Veränderung zu sehen, wie alles heruntergekommen ist. Manche Leute haben großen Einfluss. Das alte Batista-Viertel voller Arbeiterfamilien heißt jetzt der Staubbezirk. Ich kannte in meinem Leben viele wie Paolo, vielleicht nicht so schlau wie er. Keine Hexen mehr in Karnaka. Sind Sie bereit? Gehen wir. Ich bringe Sie so nah ran wie möglich. Was ist das? Ich habe Aramis Stilton nicht gekannt. Wer war er? Dem alten Herzog treu ergeben. Stilton hat mit den Silberbergwerken ein modernes Karnaka aufgebaut. Er hat sich vom Nichts zu einem befestigten Anwesen hochgearbeitet. Aber jetzt gibt der neue Herzog das Geld so schnell aus, dass die Bergleute Tag und Nacht schuften. Der Bezirk ist verfallen. Der Staub vertreibt alle. Nur die Hoffnungslosen bleiben. Der Herzog von Serkonos hat versagt. Sein Vater war ein guter Mann. Stimmt, aber das Leid, das der neue Herzog brachte, war nur durch Dunwalls Unterstützung möglich. Jedenfalls müssen sie durch den Staubbezirk, um Stiltons Haus zu erreichen. Vielleicht ist er dort oder er ist tot. Suchen Sie Megan, sobald Sie im Staubbezirk sind. Sie sagt Ihnen mehr. Ich warte hier im Beiboot, um Sie später zur Dreadful Whale zurückzubringen. Wir haben zu viele Leute verloren. Gute Soldaten. Geblendet durch dieses halluzinogene Puder der Heuler. Dann erstochen oder fortgerissen von den Hunden des Ordens. Ein junger Lieutenant wurde von einer Aufsehergranate getroffen. Und das war's. Sie war eine entfernte Cousine des Herzogs oder so. Scheiße. Hoffen wir, sie schwächen sich gegenseitig, damit sie nicht mehr kämpfen. Das geschieht erst, wenn jemand es schafft, Paolo oder Vizeaufseher Byrne zu töten. Und ich glaube nicht, dass sie oder ich zum Crown's Hand oder der vorübergehenden Festung des Ordens durchkommen. Das war widerlich. Das waren keine blaukäfrigen Hexenfische. Scheiße nochmal! Halt! Du nur hier draußen. Keine Lust mehr, Silberstaub aus den Augen zu waschen. Der Großpalast. Wie bitte? Versteckt euch auf! Ich kriege... Eine andere Stadt, ein anderer Slum. Die Rückkehr nach Dunwall hat Erinnerungen geweckt. Fast Vergessenes. Hallo, Kaiserlich. Ich habe mich erkundigt, mit Leuten gesprochen. Die Aufseher und die Heuler haben den Bezirk aufgeteilt. Vor uns ist neutraler Boden, wo sie niemand angreift. Aber dahinter haben die Heuler und Aufseher ihre Grenzen gezogen. Und sie werden angegriffen, sobald sie für sie in Sichtweite sind. Aramis Stilton ist das eigentliche Ziel. Sokolov sagte, sie hätten einen Plan. Ja, ich denke, wenn sie Paolo oder Vizeaufseher Byrne ausschalten, wird ihnen der andere sicheres Geleit und Zugang zu Stiltons Haus gewähren. Neutralisieren sie einen der beiden und bringen sie ihn jeweils zum anderen. Haben Sie sonst noch was? Byrne wird von den Aufsehern beschützt. Paolo hat die Heuler und eine Art schwarzmagisches Artefakt. Angeblich muss er vor Sonnenuntergang 2-mal sterben. Sonst lässt er sich nicht töten. Viel Erfolg. Hier spricht der Herzog von Serkonos. Ich habe erfahren, dass es Beschwerden über den Staub aus den Bergwerken gibt, der auf die Stadt fällt. Ja, Krieg ist teuer. Bleib auf deiner Seite, sonst hast du keine Zähne mehr. Du könntest ja ein Spion der Aufseher sein. Um unseren Konflikt mit den Nachrichten zu finanzieren. Das ist kein Staub. Das ist das Blut unserer Feinde. Macht eine die Hand einer Alten von einer Hexe, solange tot ist. Vielleicht schon vor unserer Geburt. Ekelhaft, aber es hält ihn am Leben. Es tut weh. Sogar die Zehen. Vielleicht habe ich irgendeine neue Krankheit. Ich bin drin. Wo ist Paolo? Hey, du! Du hast uns nicht sterben, Opa! Mach dich fertig! Ganz allein. Leibwache unterwegs, mein feiner Herr? Ich kriege euch! Was passiert das nicht? Das ist nicht! Scheiße! Ist gut! Wirst du seinen Tod büßen? Kein Heulerblut mehr! Das dauert nicht lang! Was geht hier nicht für meine Sammlung? Her, was du hast. Zu mir! Weg da! Verdammt! Du wirst für ihren Tod büßen! Du hast ja auch einen von meinen Leuten getötet. Für wen arbeitest du? Was? Was? Paolo hatte der Lumpengriff in Hand. Nur ein eigenes Boot. Das wäre ein Leben. Achtung! Vor Jahren waren die Bergwagen. Was? Was? Hier stimmt was nicht! Was? Was? Die Beteiligung! Komm her! Ein Ketzer weniger. Nie verkehrt. Will doch jemand? Hallo? Betteln wird nichts ändern. Mit ihren Taten haben sie gegen die Lehre des Jedermannsordens verstoßen. Da jede ihrer Taten von angesehenen, geschworenen und pflichttreuen Aufsehern bezeugt oder bestätigt wurde, ist kein nimmer Wiedersehen. Wer ist das? Widerstand gegen einen geschworenen Aufseher. Ohne diesen Schläger werden sich die Heuler auflösen. Ich hab sie nicht richtig. Ist das verdammt normal? Das ist unerwartet, aber willkommen. Sie wissen ja nicht, was Sie Gutes getan haben. Ohne Paolo habe ich große Pläne für Kanaka. Ich habe von Ihnen und Ihren Ambitionen gehört, Vizeaufseher Byrne. Aber für mich war es nur ein Mittel zum Zweck. Vergisst der Orden seine Freunde nicht? Nein. Und auch nicht unsere Feinde. Aber was genau wollen Sie? Ich muss in das Haus von Aramis Stilton gelangen. Nein, das ist ja mal interessant. Mit Stiltons Haus stimmt etwas nicht. Ich mache mir sogar große Sorgen darum. Ich muss wissen, was dort geschehen ist. Wenn Sie mir helfen, revanchiere ich mich. Dank des Herzogs haben wir unseren Platz hier in Kanaka verloren und versuchen, die Straßen gegen den Ketzer Paolo zu verteidigen. Aber Sie haben sein dunkles Herz zum Stehen gebracht. Und dafür gebe ich Ihnen, was Sie wollen. Ich bin ganz ohr. Wir haben einen der Heuler verhört und erfahren, dass ein paar von ihnen wissen, wie man Jindosh Schloss öffnen und Aramis Stiltons Haus betreten kann. Vermutlich nur Paolo und seine Vertrauten. Was sie suchen, hängt vielleicht mit der Versiegelung von Stiltons Haus durch den Herzog und Jindosh zusammen. Also dann los. Das könnte mein bisher lohnenswertester Besuch beim Orden werden. Ich werde mich an Ihre Hilfe erinnern, Vizeaufseher Byrne. Ich auch, Assassine. Bringen Sie unseren Freund hier weg. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Stiltons Haus ist verflucht. Passen Sie auf sich auf. Wer hat die Tür aufgemacht? Vielleicht war es nur ein glitzerndes. Hallo? Hä? Ist da jemand? Wer ist da? Ich hab das. Andere sich nicht verändern. Wer das war? Eine Leiche? Hier? Ist was passiert, sagen Sie. Ist hier nicht sicher, sagen Sie. Wer? Der einfach mal durchschlafen konnte. Jimmys Schwester sagt, du knackst jedes Schloss. Keine Ahnung, warum Stiltons Haus so gesichert... Ah, na schön. Vielleicht ein andermal. Oder auch nicht. Gehen wir. Das wär's. Die Information war richtig.